ich mal was ausprobieren. Und zwar dieses Paket hier muss man ja auch mal ausprobieren. Und ja, das machen wir jetzt. Ah, ich hab Darm vom Essen. Ah. Ja. Krabbenchips, so sieht die Tüte aus. Die müssen dann mehr oder weniger ausgebacken werden. Die machen so im Öl, glaube ich. Beziehungsweise gehen halt richtig schön auf. Oder nicht was? Ich hoffe mal, dass die schön aufgehen und nachher schmecken. Ein guter Tipp ist auch, dass diese Krabbendinger, brauchen wir so einen Holzteil, einen Holzlöffel, an den hält man rein. Wenn es da blubbert, ist heiß genug. Deswegen haben wir zum Glück auch noch einen Thermoskop. Und dann habe ich natürlich hier vorbereitet, natürlich haben wir eine Feuerschutzdecke, falls das Öl zu heiß wird, man weiß nie. Und einmal ganz dick ausgestattete Schüssel mit Krepppapier, weil ich habe keinen Schaumlöffel. Muss ich mir also noch einen Schaumlöffel bestellen. Und das sind jetzt halt diese kleinen Dinge. Dann müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, wenn ja, ob es halt funktioniert, ne? Ob die halt so schön aufgehen, wie man das will, und ob sie nachher auch schmecken oder einfach nur total, oder ob sie einfach nur total schmierig werden, oder sowas? Wollen wir beides nicht, ja? Schauen wir mal, wir haben kurz warten, das dauert ein Momentchen mit dem Öl, weil das Öl soll nicht zu heiß sein, das ist ja auch scheiße. Sollte jetzt eigentlich auch genug Öl sein. Also ganz im Ernst, soll ganz umschlossen werden. Ich kann die Pfanne ein bisschen nur näher schwenken. Das Zeug soll ja relativ schnell, soweit ich das weiß, soll das Zeug ja relativ schnell aufploppen. Dafür könnte ich dann auch mal eine Zange benutzen, die ich ja zum Glück wieder gefunden habe, um die Dinger rauszunehmen. Also das sieht nach einem Gefummel aus hier. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier auch natürlich Rapsöl genommen. Weil so ein Olivenöl oder so, wenn das zu warm wird, ist auch scheiße. Riecht nach gar nichts. Doch ganz dünn nach Krabbenschiss. Bin gespannt, was passiert, wenn ich das Ding hier in die Pfanne schmeiße. Also da bin ich gespannt. Wir machen die Kamera mal ein Stück runter, damit wir hier auch anständig sehen, was in der Pfanne passiert. Ihr müsst ja mich nicht sehen. Ihr müsst ja nur sehen, was in der Pfanne passiert. Das ist ja das eigentlich Interessante. Machen wir es mal so. Und hoffen mal, dass wir uns eine schöne, große Tüte Krabbenschiss bauen. Und ich habe, wie man hier auf der Packung lesen kann, passiert noch nichts, wie man mich hier auf der Verpackung lesen kann, das war, was steht das hier? Genau, Tipp, wenn sie es fertig zubereitet hätte, in einem Plastikbeutel aufbewahren, bleibt es noch Tage groß. Das finde ich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt gut. Hier ist noch keine Bläschen. Oder? Nee, doch nicht. Ich mache einfach mal so ein Testing, wo das Öl jetzt zu kalt ist. Da passiert nichts. Thermoskop ist an. Ich mache mal die Tür auf. Dass, wenn mal jemand qualmt, dass hier die Luft rauslegen, besser ist das. Der tut sich hier gar nichts. Ich will das Öl mich nicht zu heiß haben. Ich bin so ein bisschen unsicher, was Öl angeht. War schon immer so. Ja, der hat sich jetzt mit Öl vollgesaugt. Nichts anderes. Das ist nicht so schön. Mach hier mal noch so ein kleines Stück für vollgeölte, nicht funktionale. Weil eigentlich. Wollen die? Ah, jetzt fängt es hier ein bisschen rum an zu bröseln. Ach, zu döseln. Aber nur ganz leicht, das ist ein bisschen doof. Ich will einfach nicht, dass die Pfanne zu heiß ist. Schwierig. Oh, ja. Hier noch eine Vorsichtsmaßnahme. Vorsichtig. Falls dann wirklich mal was aufkommen sollte, können wir. Branddecke und Deckel verfügbar. Man weiß ja nicht. Hier fängt an zu riechen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Da, hier, da. Hier haben wir das geblubbert. Das sollte eigentlich
sollte das dann irgendwie funktionieren. Das sollte, beziehungsweise es sollte heiß genug sein jetzt. Das funktioniert noch nicht so ganz, obwohl es eigentlich funktionieren sollte. Oh, doch, da passiert was. Ah, man sieht, da ploppt was auf. Ah, okay, so funktioniert das also. Dass das einfach nicht zu heiß wird. Sehen wir, wie das hier alles aufploppt, das Zeug. Muss der Heide sein, oder? Ah, guck mal hier. Goldbraune Farbe dazu. Das sieht doch gar nicht so schäbig aus, wenn ich hier. Schwenken. Ne? Jetzt haben wir hier nicht schon ein paar, die sehen eigentlich doch gar nicht so schwierig aus. Also wenn die jetzt hier richtig aufpoppen, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Ah, jetzt sieht man auch, wie alles aufpoppt hier. Oh, jetzt geht's schnell. Jetzt poppen die alle so schnell auf. Deswegen sollte man die höchstwahrscheinlich auch einzeln reintun, weil die anscheinend alle so ein bisschen, ja, zu schwierig sind gleich. Hier zum Beispiel die Platte so nicht zu heiß werden lassen. Also manche sehr groß und manche weniger groß, weil die sich ziemlich stark biegen. Es kommt wohl immer auf den jeweiligen Dingens an, wie ich sehe. Nicht zu heiß werden lassen. Dann macht auch nichts. Müssen halt komplett durch sein. Ne? Wie die halt komplett ja, ausgelassen sind von der ganzen Seite. Ne? Wenn es einmal anfängt, dann muss man auch sagen, geht das nicht schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob die genauso aussehen müssen, aber. Eigentlich wird es ja hinkommen, ne? Oh, Vorsicht mit dem Wasser. Mach jetzt nicht noch anfangen zu spritzen, dann kann ich da nicht leiden, ey. Wie gesagt, wenn es richtig ausgebacken ist, sieht das alles okay aus. Können ja ein bisschen heller, manche ein bisschen heller, manche ein bisschen dunkler sein, das macht ja alles nichts. Solange die halt richtig ausbacken und du hier nicht noch ein Stück Plättchen hast oder sowas nicht ausbackt. Das ist ja nicht schön. Aua! Ne? Halt ja, dass das auch alles ausgebacken ist. Wie gesagt, manche stellen ein bisschen heller, manche ein bisschen dunkler. Das ist halt die Heimarbeit. Das ist halt nicht industriell hergestellt, macht den Unterschied. Ne? So. Oh, fuck, verbrannt. Naja, der geht noch. Nicht ablenken lassen, das verbrennt dir was. Ja, es wird zu dunkel. Ein Ticken runterdrehen, das verbrennt die Scheiße hier. Ja, verbrennt mir die Hälfte noch oder was?
Wir müssen ein paar nachschieben. Wie gesagt, wir wollen es ja nicht zu dunkel, aber wir wollen es auch nicht zu hell, sonst schmeckt es ja nachher nicht. Schon ein bisschen Aroma auch mitkriegen, ne? Durch die Bräunung. Beim Chinesen kriegst du natürlich die, die mehr so in die Richtung nur weiß gehen. Aber das sind dann auch die, die Industriedinger, die dann wirklich so eine Sekunde in die Fritteuse reingeschmissen werden. Außerdem habe ich keine Fritteuse, sagen wir es mal so. Ne? Fritteuse habe ich ja eh nicht. Aber scheint zu funktionieren. Ja. Zum Beispiel hier, zack. Schon wieder ein Tick zu dunkel für mich. Na, nächste. Aber schon eine ziemlich, sagen wir mal, fettige Angelegenheit hier, ne? Eine ziemlich fettige Angelegenheit. Hier zum Beispiel ist da zum Beispiel auf einer Seite braun, auf der anderen Seite dieser blöde Chip noch gar nicht richtig angebacken bzw. anfrittiert, sodass er hier sein schönes Aroma entwickeln kann und auch komplett ausbackt. Das wäre ein bisschen zu schade. Oh Mann, braucht mehr Lücken, mehr Dampf hier. Zu heiß werden hier, ne? Kollege. Schön ausbacken, aber nicht zu heiß werden. Und jetzt hier, ne? Ja, klasse. Also ein paar verbrennen wir anscheinend immer, aber guck ich auch mal klar. Ist ja nicht so, dass die Packung jetzt 50 Euro kostet, ne? Da muss man so. Also manche werden extrem groß und manche überhaupt nicht. Man kann nicht sagen, manche werden so richtige Monster und andere, die reagieren irgendwie gar nicht richtig. Muss man ehrlich sagen. Manche boostern sich richtig auf und andere, da kommt irgendwie gar nichts. Also nicht riesig, sondern nur so. Also bei manchen boostert sich halt viel auf und bei manchen irgendwie so wirklich gar nicht. Komisch. Wie war hier? Optimal aufgegangen. Und bei anderen denkst du dir dann so, ja, kommt halt nicht so viel, ne? Die sind dann auch wirklich, die gehen dann auch komplett auf, aber mehr kommt dann halt nicht mehr. Bei manchen kommt halt viel, aber manchmal kommt da halt nur so ein kleiner raus. Das ist dann je nachdem. Du kannst ja schon mal eine Arbeit hin, Scheiße. Ach man, Leute. Also wenn da noch so Stellen sind, die nicht ausgebacken sind, die mich hier dann schon ausgebacken haben. Das wird zu dunkel. Der ganze hier raus, ja. Mann, ey. Bei manchen geht es super und bei manchen ist es einfach scheiße. So, ein paar haben wir noch, das ist Feierabend. Und hier, opa, alle raus schon mal. Ich hab schon runtergedreht. Wir haben jetzt so schnell zu dunkel, die Scheißdinger. Obwohl ich, wie gesagt, die Platte schon lange runtergedreht habe. Zu dunkel.
Pickelbier. Das ist okay, das kann noch ein bisschen. Das ist nämlich richtig ausgepackt, dann kann ich noch nicht machen. Ja, ich sehe es zum Beispiel an der Stelle. Das ist ganz richtig ausgepackt, so mit der Witz. Das ist hier schon zu dunkel geworden, das auch. Weil ja auch richtig ausgebacken sein sollen sie auch, ne? Aber auch nicht zu dunkel werden. Das ist jetzt das Problem. Das ist immer ein Teil, der wird einfach zu dunkel. Dann hast du einen Teil, der wird irgendwie gar nichts. Hat das aus. So. Jetzt haben wir hier unsere nicht ausgesonderten, das sind jetzt unsere Krabbenchips hier. In verschiedenen Farben und mit ungefähr gefühlt 5 Liter Öl. Ja, das müssen wir jetzt von allen Seiten, weil wir können ja unten ziehen und oben drücken. Und dann von oben aufpassen. Heißes Öl. Und kein Hund da. Von unten das ziehen. So, was eine Schweinerei. Kann ich jetzt die Küche renovieren gleich. So, jetzt können wir hier mal reingucken und hoffen, dass wir hier schmackhafte, natürlich frittierte, also sehr ungesunde, aber schmackhafte Krabbenchips haben. Nehmen wir hier so ein. Das Riechen ist gerade ein bisschen schwer, stinkt alles nach Öl. So sieht's aus. Ja, man schmeckt das Braune. Ja, du schmeckst halt die Röststoffe noch mit. Was du so wenn du zum Schienermann gehst oder so. Ihr sollt mich ansehen, wenn ich mit euch rede. Du hast jetzt nicht so, du hast noch diese Röststoffe, was man Schienermann nicht hast. Ja, also von dem Braunen, das hält sich zu dunkel. Da war wahrscheinlich auch gebacken. Irgend so ein Plattenstück. Das war nicht ausgebacken. Und das hast du beim Schienermann auch schon gehabt, ne? Hier, guck mal, alles ausgebacken. Ja. Krabbenchips. Ja, knusprig, lecker. Noch ein bisschen Röststoffe dran, was du sonst halt im Laden nicht hast. Oh, jetzt sind wir fast angeschissen. Ja. Obwohl, ja. Ja, gut. Haben wir das. Oh Mann. Oh, ich muss ganz hin aufs Klo. Da ist er wieder. Hundi! Hundi! Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.